Willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ja, wie das bei Dungeons eben übrig ist, startet man immer am Anfang des Dungeons, wenn man das Spiel ausmacht. Aber wenn man abgespeichert hat, bleibt auch der Fortschritt gespeichert. Und deswegen ist das jetzt nicht allzu schlimm. Wir müssen nur nochmal zurück an die Stelle. Da war doch irgendwo was. Egal, ich lasse mich jetzt einfach mal fangen und dann gehe ich wieder den übrigen Weg. Den anderen Scheinwerfern hinkommen soll. Ich weiß, wie es später geht, aber im Moment ist das auch, glaube ich, gar nicht vonnöten. Wenn ich mich nicht irre, dann kann das sein, dass das so war, dass jetzt, wo wir diesen einen Scheinwerfer ausgeschaltet haben, dass wir da an dieser einen Stelle, wo wir an der Wand lang kriechen müssen, dass wir da jetzt auch so weiterkommen. Und dass das ausreicht. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Also muss ich jetzt nochmal den ganzen Weg neu laufen. Ein bisschen lästig, aber hey, was soll man machen? Und ich möchte auch eins nochmal sagen. Ich glaube, das habe ich aber noch nie gesagt. Ich werde, wenn dieses Let's Play zu dem Zeitpunkt schon zu Ende ist, Zelda Wii U auch Let's Playen. Also, wenn am Release von Zelda Wii U dieses Let's Play hier von Wind Waker HD zu Ende ist, dann werde ich Zelda Wii U am Release-Tag Let's Playen. Wow. Du bist echt dumm. Ja. Ich werde es auf jeden Fall auch Let's Playen, wenn das nicht der Fall sein sollte, aber ich kann halt jetzt nicht sagen, ob das der Fall sein wird oder nicht, weil ja kein Release-Datum bekannt ist. Ich arbeite ja jetzt auch nicht wirklich bei Nintendo, damit ich sowas wissen kann, wie weit das Spiel schon ist. So langsam können aber auch mal ein paar mehr neue Infos dazu rauskommen, oder? Klar, wenn das Spiel mehr Zeit braucht, ist das in Ordnung, aber schaut mal, wie die bei Smash Bros. Immer wieder neue Infos rausgehauen haben während der Entwicklung noch. Und von Zelda hört man halt wirklich gar nichts, obwohl es ja ein Titel ist, der wirklich, ja, auf den sich viele Leute freuen. Wir hätten dann jetzt noch Zelda Triforce Heroes, aber ja, das werde ich mir jetzt erstmal nicht holen, denn es sieht jetzt nicht so nach einem Zelda-Titel aus, der wirklich viel auszusagen hat. Und außerdem ist es auch schwer für mich, zwei Freunde gleichzeitig nach hier zu bringen. Was ist? Es ist nicht mehr weit bis zum Gefängnis deiner Schwester. Sieh doch die Mauer dieses Turms. Schau dir mal ganz genau an. Siehst du den schmalen Vorsprung? Stell dich da an die Wand und drück A am Pressen, um dich an die Wand zu pressen. Ja, okay, das hatten wir schon mal versucht. Das ging halt nur nicht wegen dem Scheinwerfer. Ja, also, was wollte ich sagen? Genau. Ja. Zwei Freunde gleichzeitig hinzubringen. Also was am ehesten wäre, wäre vielleicht, keine Ahnung, den Franz und meinen Bruder gleichzeitig hier hinbringen zu können oder so. Aber nicht jeder von beiden hat immer Zeit, deswegen kommt bei der Super Mario Maker ja im Moment auch nicht die Fortsetzung von der 100 Mario Herausforderung.
Hä? Hier komme ich jetzt aber trotzdem nicht weiter. Irgendwie geht das nicht. Ja, dann muss ich den Scheinwerfer auch ausschalten. Die Suchscheinwerfer auf den kleinen Türmen sind ganz schön lästig, was? Das Beste wäre wohl, die Suchscheinwerfer irgendwie auszuschalten. Es gibt bestimmt irgendwo einen Ausgang zu diesen Türmen mit den Suchscheinwerfern. Also Augen auf und gewissenhaft durch. Suchen. Okay. Ja, muss ich den Weg jetzt noch einmal gehen? Mein Gott, diese Stille ist lästig. Und Franz ist noch nicht mal so ein großer Zelda-Fan. Das macht die ganze Sache noch mal ein klein wenig blöder. Also, ich hätte mir das Spiel jetzt schon längst geholt, wenn es einen Zweispieler-Modus gäbe. Aber das ist, obwohl ich das Spiel noch nie gespielt habe, ist das ein riesen Kritikpunkt an dem Spiel. Deswegen ich es mir nicht hole. Noch nicht. Einfach weil meine Umstände ergeben es nicht, dass ich Spiele zu dritt spielen kann. Das passiert vielleicht einmal in 5 Monaten, dass ich ein Spiel irgendwie zu dritt spiele. Und dann ist es auch nur Mario Party eine Runde oder sowas. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie Geburtstag habe und dann irgendwo wie Leute zu Gast sind. Dann kann das passieren, dass ich mal ein Spiel zu dritt spiele, aber einfach mal so 3 Leute finden. Nee, das passiert einfach nicht. Oh ja, hier auch die Glücksamulette. Die habe ich offscreen auch schon mal gefunden. Denn ich habe beim letzten Part vergessen abzuspeichern, deswegen musste ich also nochmal neu machen und ja, dann haben wir ein Glücksamulett gefunden. Das Spiel hat aber auch nicht wirklich gesagt, wofür die gut sind, das erfahren wir sowieso erst später, also. Also müsst ihr, wenn ihr das Spiel nicht kennt, euch da nicht allzu sehr keine Ahnung, wundern. Was ich auch vorhätte, wäre natürlich Ocarina of Time und Majora's Mask. Dass die Spiele gut sind, ist keine Frage. Aber ich habe die beiden auf der Wii Virtual Console und als ich mal versucht habe, was von der Wii aufzunehmen, hat das nicht so ganz funktioniert. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das ein Problem ist, das immer war oder ein zufällig einmaliger. Aber Majora's Mask würde ich sowieso auf der Wii U Virtual Console holen, denn mit dem Speicherproblem in, ja, mit dem Speichersystem in Majora's Mask habe ich ein riesiges Problem. Das ist wirklich der größte Kritikpunkt. Es wurde in dem 3D Remake verbessert, aber ja, Handheld-Spiele kann ich ja sowieso nicht let's playen, vor allem nicht 3DS. Ja klar, ich let's play Metroid Zero Mission. Das ist ein Gameboy-Spiel. Game Advance-Spiel, um genau zu sein. Aber das ist auch auf der Wii U Virtual Console und die Wii U ist eine Heimkonsole. Von daher klappt das besser. Aber Majora's Mask ist halt nicht auf einer Heimkonsole. Also die 3D-Version. Und deshalb würde ich dann warten, bis das auf der Wii U Virtual Console ist. Um dann die Save-State-Funktion und die Funktion halt, wenn man das Spiel verlässt und beim nächsten Mal dann wieder anschaltet, dass man wieder genau an der Stelle ist, wo man aufgehört hat. Denn das ist bei der Wii Virtual Console noch nicht so. Aber warum ist Majora's Mask noch nicht auf der Wii Virtual Console? Wo ist das Problem dabei? Ocarina of Time ist auch auf der Wii Virtual Console. Und das hat ja auch ein 3D Remake, also ist das kein Argument. Ja. Ocarina of Time würde ich dann aber trotzdem auch auf der Wii Virtual Console let's playen, wenn
das mit dem von der normalen Wii aufnehmen dann auch gut klappt. Zur Not wäre ich auch bereit, mir das nochmal auf der Wii U Virtual Console zu holen. Aber ich will halt kein Geld ausgeben, das ich nicht ausgeben muss. Wenn ihr versteht, was ich meine. Als versuche ich es erstmal so. So, jetzt kommen wir hier endlich weiter. Aber egal, ich habe ja im Moment ein Zelda-Projekt am Laufen von einem guten Zelda-Spiel, das ich problemlos aufnehmen kann. Und das soll mich dann auch erstmal nicht stören. Mein Schwert! Du hast das verlorene Heroenschwert wiedergefunden. Sei in Zukunft vorsichtiger, denn du willst es natürlich kein zweites Mal verlieren. Da! Hast du! Okay. Ist hier jetzt unsere Schwester drin? Bitte, bitte. Einfach immer höflich gucken und bitte, bitte sagen. Das könnte böse ausgehen. Link, Link, wach auf, Link. Komm zu dir, Link. Bist du wieder bei Bewusstsein? Schwer von Begriff, als ich dachte. Habe ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist ein sprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der rote Leuenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin auf deiner Seite. Link, ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut. Aber das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat. Sein Name ist Ganondorf. Er hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante, die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende, es ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bahnsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht.
Übrigens, Link, hast du noch immer ernstlich vor, deine Schwester zu retten? Und du würdest tatsächlich jegliche Unbill dafür auf dich nehmen, sagst du? Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Gandalf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazenreichen Reise erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große, weite Meer hinausfahren. Es gibt nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir ja wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große, weite Meer, so viel verstehst du. Die Insel, die weit östlich der verwunschenen Bastion liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwerfallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Auf dieser Handelsinsel leben die verschiedensten Menschen. An solchen Orten kann man viele interessante Informationen aufschnappen, vielleicht auch Dinge, die später noch einmal wichtig für uns werden. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Portemonnaie. Interessanter Name. Oh nein, da ist ein Stalker. Habt ihr es gesehen? Wo kriegen wir denn ein Segel her? Das sieht doch nach einem Händler aus. Hast du ein Segel? Ich komme aus einem fernen und kalten Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg hat mich über das verwunschene Meer bis hier nach Portemonnaie geführt. Ich war gerade auf See, als dieser Monstersturm mein Boot zu Schiffskassee verarbeitete. Als ich hier auf der Insel wieder zu mir kam, war da noch dieser andere Kerl. Auch sie haben ihn direkt eingebuchtet, weil er nun ja etwas verdächtig aussieht. Jetzt wird er wohl in einer Zelle irgendwo auf dieser Insel sein. Der arme Kerl geht mir nicht aus dem Kopf. Könntest du ihm vielleicht aus seiner mieslichen Lage helfen? Okay, das müssen wir dann auch noch später machen. Ah, ihr verfolgt mich auch. Bist du alleine? Hier so ganz alleine? Bist du nicht einsam? Was machst du hier? Hört auf, mich zu verfolgen, ihr Rotzbengel. Okay. Hier kann man bei dem noch nichts kaufen. Schade. Na, was sagst du zu meinem Kleid? Selten und hübsch, nicht wahr? Das hat mir eine Freundin aus Präludien geschickt. Sie ist ein sehr geschicktes Mädchen und kann fantastisch Wasserkrüge auf ihrem Kopf balancieren. Okay, hier wollte ich jetzt nicht unbedingt hochgehen, aber auch egal. Oh nein, ein Heslon. Nein, dich will ich nicht sehen, dich will ich nicht sehen, dich will ich nicht sehen. Und du bist... Naja, ein bisschen Bee schadet nie. Das ist wohl dein Lebensmotto. Okay, wo muss ich jetzt hin? Das ist eine gute Frage.
Bist du der Eingesperrte? Ein grüner Skavant wie meines, dazu ein grüner Hut. Bist du etwa eine Fee? Ha, du hast ganz bestimmt eine telepathische Botschaft empfangen. Bist du meine Rettung geil? Oder? Du brauchst nicht zu sagen, Tingle weiß auch so Bescheid. Tingle weiß Bescheid. Mein Name ist Tingle. Mein größter Wunsch ist es, eine Fee zu werden. Und ich war die ganze Zeit über auf der Suche nach euch. Aber irgendwelche Leute habe ich wohl nicht gepasst. Und ich wurde in dieses Gefängnis hier gesteckt. So eine Respektlosigkeit. Herr Fee, du musst mich schnell befreien und zu deinem Volk bringen. Mein Gott, der ist aber aufdringlich. So, wie können wir den denn befreien? Aha. Der mag es wohl nicht, Dinge hochzugehen, da schaut er gleich sämmerisch. Ja, ich schaue mich einfach mal hier auf der Insel um. Ich kann mich nämlich an diese Stelle des Spiels ein wenig erinnern, aber nicht mehr so gut, dass ich genau weiß, wo ich hin muss. Die sehe ich aber zum ersten Mal. Fremden soll man nicht trauen. Und das gilt natürlich auch für Kinder. Aber sag mir doch einfach, woher du kommst, dann bist du ja kein Fremder mehr. Vor langer Zeit habe ich mal einem fremden Reisenden in mein Haus angeboten, doch dieser vergalt es mir, indem er mir meine wertvolle Fotobox stahl. Der Kerl wurde zwar geschnappt und in den Bau gewandert, aber meine Fotobox habe ich nie wieder gesehen. Er muss sie irgendwo im Gefängnis versteckt haben. Auf jeden Fall traue ich seit damals keinem Fremden mehr über den Weg. Woher weiß ich, dass du nicht ähnlich unlaute Absichten hegst? Jetzt geh, husch, husch! Okay, so langsam kommen wir der Sache ein bisschen mehr auf die Spur. Detektiv Link. Ermittelt weiter im nächsten Part. Bis dann, ciao.